Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, der tatsächlich auch ein paar Sachen freischaltet. Und zwar bin ich jetzt hier gerade in Zul'Gurub und mit dem Erfolg, den wir uns jetzt anschauen wollen, können wir uns quasi eine Art Händler- und Craft-System freischalten hier in Zul'Gurub. Und wie das genau funktioniert, werden wir uns jetzt einmal anschauen. Wir sind einmal hier Erkunden-Tab und dann müssen wir nicht runter nach Dracheninseln, sondern hier östliche Königreiche und dort haben wir einen Erfolg, Relikt eines vergangenen Imperiums. Der Erfolg ist jetzt mit Patch 10.07 reingekommen und ja, was müssen wir dafür machen? Ihr habt ein restauriertes Schmuckstück der Hakari an jemanden geliefert, der Interesse an solchen Artefakten hat. Und ihr seht schon, deckt uralte Geheimnisse in Zul'Gurub auf. Heißt, wenn wir das Achievement haben, können wir ein paar neue Sachen in Zul'Gurub machen. Und da gibt es einiges, Rezepte gibt es da, da gibt es dann einen Haufen altes Teemokkes-Dönse. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, wo sind wir? Wir sind einmal in der Instanz Zul'Gurub und dafür müssen wir in die östliche Königreiche, wie das Achievement schon sagt. Dann sind wir im Schlingendorntal und hier oben im nördlichen haben wir hier die Instanz Zul'Gurub. Die müsst ihr auf Heroisch stellen, dann könnt ihr da reinlaufen und sobald wir in der Instanz drin sind, müssen wir durch hier die Brücke rüber, hier rum und dann bei dem Tempel nicht nach oben laufen, sondern hier außen rum tigern. Und das machen wir jetzt gerade, ihr seht, da ist die Brücke, wir tigern hier außen rum. Und dann laufen wir einmal unten in das Hauptgebäude rein. Und hier bei dem Gong ist ein Item auf dem Boden. Zerschmettertes Schmuckstück der Hakari. Das looten wir jetzt. Und sobald wir das eingetütet haben, müssen wir jetzt zwei Bosse hier in der Instanz töten. Ja, das ist eigentlich vollkommen egal, welche Bosse ihr tötet. Das mache ich schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Dala, ich habe jetzt die zwei Bosse besiegt, seht ihr, die beiden sind jetzt tot und jetzt können wir hier gegen den Endboss kämpfen, den Jindo. Und das Wichtige ist, also ihr müsst da dann die Pyramide hier hochlaufen, ne? Dann kommt ihr zum Endboss, den greifen wir jetzt an und hauen den runter, ne? Auf 1%, dann geht er nämlich hier in seine Geisterphase. Und jetzt in der Geisterphase müssen wir eigentlich diese Ketten aufspringen. Das machen wir jetzt aber nicht, also wir springen nicht die Ketten auf, töten den Boss auch nicht, sondern springen hier runter und gehen jetzt quasi wieder auf die gleiche Stelle, wo wir jetzt eben waren und können dann hier ein anderes Teil looten und zwar das zweite Teil von diesem zerbrochenen Schmuckstück. Und sobald ihr das gemacht habt, können wir eigentlich den Kampf verlassen oder einfach weglaufen und dieses Schmuckstück zusammensetzen. Jetzt draufklicken. Und jetzt kriegen wir, wie ihr seht, eine Quest und die können wir jetzt gleich mal abgeben. So, Dala, ich bin jetzt einfach aus der Instanz rausgelaufen. Und zwar, wenn ihr jetzt guckt und hier draufklickt, ne, auf die Quest, dann wird uns nicht angezeigt, wo wir hin müssen. Wir müssen jetzt quasi selber einen NPC finden, der dieses Relikt haben will. Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass ich quasi nach Zul'Dur sah muss. Und dementsprechend können wir jetzt als Allianzler einmal nach Boralos gehen, was hier auf Kul'Tiras ist, und mit dem Bötchen hier quasi Zul'Dasar auswählen und uns rüberporten. Wenn ihr das nicht freigeschalten habt, weil ihr BFA geskippt habt, dann müsst ihr quasi die Pre-Quest für Kul'Tiras spielen. Da müsst ihr so einen kleinen Rundlauf machen und dann gibt es so eine Kampagnen-Quest, wo ihr einen Standort auswählen könnt, auf dem Schiff, wo ich eben war. Und dann könnt ihr euch quasi hier rüberporten. Als Hortler ist das alles kein Problem. Wenn ihr BFA geskippt habt, könnt ihr euch einfach da oben in diese Pyramide reinporten. Und dann habt ihr es nicht sonderlich weit. Ja. Als Allianzler ist es halt ein bisschen blöder, ne? Wenn ihr da nicht gequestet habt, müsst ihr ein bisschen gucken. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen einmal nach Dazar Alor. Und zwar ist in Dazar Alor dann ein Händler, mit dem wir quatschen müssen. Und bei dem können wir dann dementsprechend hier dieses Item abgeben. Wichtig, hier oben, das ist quasi PvP-Zone und hier unten, der Bereich der Stadt, ist quasi eine normale Questing-Zone. Mit einem Max-Level-Allianz, da könnt ihr da auch reinfliegen, das ist kein Problem. Und als Hortler ist es eh kein Stress. Hilfe. Die Kleinen haben unsere Schriftrollen. So, der Händler, der befindet sich nämlich im unteren Teil. Und zwar ist der ein bisschen weiter da oben irgendwo. Vorsicht, eine gefährliche Kreatur ist in der Nähe. Hier müsste der sein. Streckt sie nieder, bevor sie entkommt. Mal. Ah, da sehen wir auch schon das Quest-Symbol. Also das ist jetzt tatsächlich hier drauf. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir hier oder hinten rein müssen.
Ah, seht ihr, da ist der Händler. Was sind die NPCs vom Level? Okay, die sind nur Level 60. Genau, das können wir jetzt bei dem Typen abgeben. Und ihr seht, dann kriegen wir hier erstmal ein Schmuckstück. Mit dem können wir uns ein paar Sachen kaufen. Und wir haben dementsprechend die Voraussetzungen fürs Achievement abgeschlossen. Und haben jetzt in Zul'Gurub weitere uralte Geheimnisse, die wir dadurch quasi freigeschalten haben. Ich würde sagen, da schauen wir jetzt noch einmal kurz hin. Und ja, fürs Achievement haben wir es aber an der Stelle schon mal abgehakt. Sobald wir dann diese Account-Freischaltung haben, können wir zurück nach Zul'Gurub gehen. Und jetzt hier ganz am Eingang steht dann quasi, wenn wir hier die Treppe runterlaufen, wenn wir an den Eingang reinschauen, links der NPC, wo wir das vorhin abgegeben haben. Und bei dem können wir jetzt einiges kaufen. Und ihr seht, das sind ein Haufen Rezepte, die alle ja aus dem klassischen Bereich sind. Und die wurden ja ursprünglich rausgeschmissen, als die Instanz hier umgewandelt worden ist. Und jetzt kann man sich die wiederholen. Und dafür brauchen wir jetzt verschiedene Sachen. Unter anderem brauchen wir hier so Schmuckstücke. Ich habe jetzt hier schon ein paar. Die gibt es tatsächlich von den kompletten Bossen. Und dann ja, gibt es dann hier noch so Marken. Die gibt es anscheinend dann vom Trash, wurde mir soweit gesagt. Also das Zeug kann man sich alles hier in der Instanz zusammenfarmen und dann dementsprechend einen Haufen von diesen Rezepten kaufen. Zusätzlich ist es so, dass die Bosse dann noch andere Rezepte droppen. Und zwar gibt es dann einen Haufen epische Rezepte, die auch noch fallen lassen können. Und zwar kann ich euch da mal eine kleine Liste zeigen. Wir haben diese ganzen Bosse, die gibt es dann, diese ganzen Rezepte, die gibt es dann alle von den Bossen noch. Und ja. Zusätzlich gibt es dann auch noch eine Möglichkeit, dass man sich einen Toy holen kann und so ein Mojo, was ein Alchi herstellen kann. Und dann kann man, wenn man von denen zu viele über hat, so komische Knochenhaufen bedienen, sobald man den Buff über das Toy und den Mojo zusammen hat, um dementsprechend bei den Knochenhaufen noch diese Relikte abzugeben. Dann gibt es noch eine Kiste und da sind dann auch noch mal Rezepte drin oder halt auch wieder solche Marken. Das muss ich mir aber noch genauer angucken, da werde ich sicher auch noch mal ein Video zu machen. Jetzt aber für den Toy-Guide erstmal dieser kleine Ausblick, dass ihr jetzt quasi dann ja, hier zum Farmen anfangen könnt und da drücke ich euch jetzt mal die Daumen, dass das ein oder andere droppt. Die Rezepte sind übrigens BOE, also ihr könnt die auch im AH verkaufen, wenn ihr die nicht sammelt und damit ein bisschen Gold machen. Ich verabschiede mich für das kleine Achievement-Video und wie gesagt, sobald ich hier mehr gemacht habe, gibt es dann nochmal einen Guide für das ganze Rezeptezeug. Ich verabschiede mich an der Stelle, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao!